Ja, Fischi, heute 3:0 gegen den EV Landshut. Wie gut tut dieser Sieg für euch als Mannschaft? Sehr gut. Also jetzt die Pre-Playoffs sicher zu haben. Landshut war mit 4 Punkten vor uns. Jetzt sind wir sehr nah an den Playoff-Heimrechtplätzen. Ja, sehr wichtiger Sieg, weil man weiß ja nie, auf wen man trifft im Playoff. Aber das war heute auf jeden Fall schon ein Playoff-Spiel, denke ich. So hat es sich auf jeden Fall angefühlt. 3 Spiele sind noch zu spielen. Wie geht ihr jetzt die Spiele, die letzten 3 Spiele der Hauptrunde an? Genauso wie heute. Also jeden Zweikampf hart nehmen, um jede Scheibe kämpfen, Scheiben zum Tor bringen und Special Teams sind, glaube ich, auch immer sehr entscheidend in solchen Spielen. Ja, Felix, Glückwunsch zum Sieg und Glückwunsch zum Spieler des Spiels heute. Mit dem 3:0 deinen dritten Shootout heute gemacht. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, wir haben sehr gut gearbeitet. War schon vom Gefühl her richtig Playoff-Hockey, muss ich sagen. Aber auch Respekt an Landshut, die haben auch richtig viel Betrieb vom Tor gemacht. Ein, zweimal ein bisschen Glück gehabt haben wir auch. Aber es gehört dazu, aber mannschaftliche Leistung sehr gut heute. Jetzt sind noch 3 Spiele zu spielen, 3 harte, schwere Spiele. Wie wollt ihr die angehen? Ja, wir fahren jetzt nach Regensburg. Die haben die letzten Heimspiele gewonnen. Da wollen wir deren Serie jetzt erstmal vernichten. Und dann, ja, Schritt für Schritt schauen wir weiter. Wir wollen alle gesund bleiben, aber natürlich weiter Siege holen und in die Top 6. Ja, Regensburg heute verloren. Spielt das auch irgendwie da eine Rolle dann mit dem Blick auf Sonntag? Wir schauen erstmal nur nach uns. Wir haben so viel Qualität in der Mannschaft. Wir konzentrieren uns voll auf unsere Arbeit. Und es ist egal, gegen wen wir spielen. Aber wir fahren am Sonntag hin und wollen natürlich auch gewinnen wieder.